Ja, meine lieben Balkongärtner, ich bin's wieder, der Christian hier aus Balkonien und ich werde jetzt meine erste Zucchini ernten. Dann schauen wir mal. Hier habe ich schon ein tolles Exemplar. Wie gesagt, die Zucchini lassen wir nicht zu groß werden, weil dann wird sie auch eher wässriger im Geschmack und das Zucchini-Aroma ist dann nicht so intensiv. Deshalb lieber die kleineren Früchte ernten, das ist natürlich auch besser, dann wachsen auch schneller wieder neue nach. Hier werde ich dann doch ein Messer benötigen, oder bekomme ich die jetzt hier so raus, ohne die Pflanze zu beschädigen. Ja, die ist ein bisschen hier verflixt drinnen. Aber wenn ich die mal drehe, so, jetzt kann ich die schön hier abdrehen. Super. Ihr seht hier meine erste Zucchini. Boah, die wiegt so 200-300 Gramm, wiegt die schon. Ja, Zucchini sind natürlich ein tolles Beilagengemüse. Da kann man wirklich viel mit draus machen. Besonders wird es in Italien natürlich auch überall als Beilage serviert, beim Fisch, bei Fleisch, bei allem möglichen, auch zu vegetarischen Gerichten eignet sich die Zucchini sehr gut. Man kann sie gefüllt machen, man kann sie anbraten, man kann sie fein raspeln, dann kann man damit Aufläufe machen, man kann einen Zucchini-Strudel damit machen, man kann Zucchini-Lasagne machen, man kann so vieles mit Zucchini machen. Wirklich wahr, aber ich bevorzuge es am liebsten Natur, also als Beilage, und das zeige ich euch jetzt. Ach ja, dazu brauchen wir dann aber noch ein paar Cocktailtomaten. Die holen wir uns auch gleich hier, die sind nämlich auch schon reif. So, dann nehme ich jetzt hier einfach mal 2-3 von der Rispe ab. So frisch geerntete Tomaten schmecken einfach ja phänomenal, also wirklich, das kann man gar nicht vergleichen mit Supermarktware. Die haben ein Aroma, das ist einfach genial. So, dann haben wir jetzt hier mal unser Essen, dann gehen wir mal damit rein. So, da bin ich auch schon wieder. Als allererstes wird natürlich die Zucchini mal gewaschen. Das ist schon mal sehr wichtig, weil der ganze Feinstaub, der in der Luft liegt, der bleibt natürlich auch auf der Zucchini oben drauf. So, die sollte man ein bisschen abtrocknen, weil danach, wenn wir anrösten, kommt das nicht so gut, wenn da die Feuchtigkeit drinnen ist. So, dann nehme ich hier mal mein großes Küchenmesser. Oh, ihr seht schon, die sieht sehr gut aus. Also, ja, man merkt das wirklich an der Schale, dass die Früchte einfach langsam wachsen konnten und auch somit viel Vitamine und Mineralien aufgenommen haben. Das merkt man an der harten Schale. Also das ist eher ein Qualitätsmerkmal natürlich. Die meisten Leute sagen natürlich, ist die Schale hart von der Gurke, schmeckt mir nicht so. Aber das ist eigentlich ist das das Markenzeichen dafür, dass die Gurke wirklich gesund gewachsen ist und auch dementsprechend viele Nährstoffe enthält. So, jetzt haben wir hier die Zucchini. Jetzt schneide ich erstmal hier so ein Stück ab. Dann wollte ich euch nochmal vorher zeigen, was man sonst noch so machen kann. Man könnte jetzt hier so halbieren und dann könnte man hier das Innenteil aushöhlen. Dazu nimmt man einfach einen kleinen Löffel und höhlt hier einfach in der Mitte das Innenleben von der Zucchini aus. So. Da könnte man dann eben als Beilage solche gefüllten Zucchini-Schiffchen machen. Dieses Teil sollte man aber zuerst so ungefähr 2 Minuten in kochendem Wasser blanchieren.
damit es ein bisschen weich wird. Und dann kann man hier eigentlich alles Mögliche hineinfüllen, zum Beispiel auch die gleiche Masse, wie ich schon bei der Bruschetta verwendet habe. Und man könnte bei der Bruschetta-Masse dann auch zum Beispiel etwas Schafskäse hinzumischen oder auch Mozzarella-Käse und dann hier einfach überbacken, und das schmeckt wirklich sehr lecker. Das könnte man natürlich auch als vegetarisches Gericht verwenden. So, wir wollen aber eigentlich mit der Zucchini was ganz anderes machen. Ich wollte jetzt eigentlich nur eine Beilage machen. Dazu nehme ich hier immer dieses Teil und ich halbiere dann nochmal die Zucchini und schneide hier solche Halbmonde. So. Ungefähr, ja, einen halben Zentimeter dick. So, das verwende ich jetzt hier auch nochmal. So, das nehmen wir jetzt trotz allem auch nochmal her, weil wäre ja schade. Dies wäre auch eine tolle Idee, die Zucchini in eine andere Form mal zu schneiden. Also zum Beispiel so, wie ihr seht. Als Beilage, sieht auch toll aus. So, was wir jetzt brauchen, ist natürlich eine Pfanne. Dann nehmen wir mal diese Pfanne hier. Das ist wirklich meine Lieblingspfanne. Die sieht zwar hier schon ein bisschen abgenutzt aus, aber die ist wirklich genial. Und wenn ihr auch so eine geniale Pfanne wollt, dann schaut einfach unter das Video. Ich packe euch den Link dazu. Das ist nämlich wirklich ein Geheimtipp. Diese Pfanne ist ein Geschenk von meiner Schwiegermutter. Aber da hat sie wirklich nicht gespart. Und was auch sehr praktisch ist, dazu der passende Deckel. Den habe ich natürlich auch. Aber jetzt schalten wir erstmal hier ein. Und lassen die Pfanne heiß werden. In der Zwischenzeit schäle ich mir noch eine Knoblauchzehe. Die nehmen wir nämlich, damit das Ganze ein bisschen Geschmack bekommt. Knoblauch verwende ich prinzipiell nicht klein gehackt, weil erstens haben wir da immer die Gefahr, wenn der Knoblauch verbrennt, dann wird es bitter, und zweitens haben wir einfach einen extrem intensiven Knoblauchgeschmack und es ist dann auch relativ schwer verdaulich, und ich lasse immer die Knoblauchzehe ganz, weil dann könnt ihr die danach wieder rausnehmen, dann habt ihr einfach nur das Aroma in der Beilage drin und nicht gleich die komplette Knoblauchzehe. So, ich glaube, jetzt haben wir hier schon die Pfanne etwas heiß gemacht. Dann kommt natürlich Olivenöl rein. Wie sollte es anders sein hier in Italien auch? So, damit sparen wir nicht. Olivenöl ist nicht so schädlich wie andere Fette, also da braucht ihr jetzt nicht unbedingt sparen. Und jetzt ist die Pfanne richtig schön heiß, glaube ich. So, die Knoblauchzehe, wie gesagt, die kommt da auch einfach so rein. Bei größeren Mengen eignet sich diese Pfanne natürlich auch sehr gut. So, aber damit nicht hier alles rumspritzt, kommt gleich der Deckel hier drauf. Und ich schalte auf eine niedere Temperatur, beziehungsweise das müsst ihr natürlich für euren Herd herausfinden. Das ist nämlich wirklich bei jedem anders. Aber es sollte auf jeden Fall noch so brutzeln und braten. So, damit es nicht spritzt, habe ich jetzt hier einen Deckel drauf gesetzt. Das lasse ich jetzt einfach 2 Minuten, dann rühre ich einmal um. Je nachdem, ihr müsst da ein Gefühl für bekommen, welche Temperatur bei euch die richtige ist. So, in der Zwischenzeit wasche ich mir schon mal die kleinen Tomaten. So, weil die möchte ich dann danach als Geschmacksbeigabe und als Garnitur verwenden. In der Zwischenzeit hole ich schon mal etwas Frisches aus meinem Kräutergarten. So, dann schauen wir mal hinein. Die bekommen hier schon schöne Farbe, die Zucchinis.
natürlich die ganzen Ölspritzer sind meistens relativ unangenehm. Daher solltet ihr auch eine Küchenschürze verwenden. So. So, jetzt sind ungefähr 2 Minuten vorbei. Jetzt gebe ich hier noch leicht zum Parfümieren einen Rosmarinzweig und ein Lorbeerblatt hinein. Wie gesagt, wir tun immer nur unsere Gemüse parfümieren, sagt man in der Fachsprache. Danach nehmen wir das einfach wieder raus. So. So, das Ganze ist jetzt schon fast fertig. Jetzt können wir nochmal leicht drüber salzen. Ganz leicht nur. So. Und etwas Pfeffer. Und wir geben noch die Tomaten da hinzu. Das lassen wir dann nochmal 1 Minute ungefähr hier auf leichter kleinen Flamme brutzeln. So. Jetzt lassen wir den Deckel weg. So, die Minute ist vorbei. Und wir können anrichten. Ich liebe diese Zucchinis. Und alles aus dem eigenen Garten. Besser und frischer geht's doch gar nicht, oder? Gerade noch im Blumentopf und jetzt schon auf dem Teller. Genial. So, wir richten das jetzt hier alles so schön an. So. Wer möchte, kann natürlich die Knoblauchzehe hier auch noch so als Garnitur hineingeben. Jetzt geben wir hier die Tomaten. Was auch wirklich super toll aussieht, wenn ihr das hier dran lasst, das Grüne von der Tomate, weil das sieht dann gleich so gourmetmäßig schon wieder aus. Dazu könnte man jetzt auch einfach nur ein frisch gebratenes Stück Fischfilet nehmen und als Beilage hier so drauf setzen. Das wäre dann ein sehr leichtes Gericht. So, hier als Garnitur nochmal die gebratenen Gewürze. Und wie ihr seht, wir haben hier ein richtig tolles Gericht. Nochmal mit Nahaufnahme. So, und jetzt kommt noch etwas Pfeffer hier, damit das nicht so ganz blass aussieht am Tellerrand. Picobello, oder? Also ich würde jetzt als vegetarisches Gericht empfehlen, hier etwas Mozzarella noch drauf oder Feta-Käse. Ein super tolles Gericht im Sommer. Das war es auch schon von mir. Das Video war relativ länger heute, aber dafür habe ich euch gezeigt, was ich so mit meinem Gemüse mache. Bis zum nächsten Mal, euer Christian von Balkonien. Ciao.